Wie bei Eiter? Tobi, was? Oh, hier wohnt auf jeden Fall eine Prinzessin. Oder der Dieter. Oder der Dieter. Jeder kann sein Haus bemalen, wie er möchte. Ich glaube tatsächlich, wir müssen hier hochlaufen, dass wir da dann rumkommen. Ich glaube aber, in diesen Städten gibt es immer sehr, sehr viele Aufgaben, die wir übernehmen können. Möchtest du auch reden? Ah, bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Auch einfach schön, wie sie so die ganze Zeit erstmal nur so guckt, so. Oh. Okay. Oh. Mach mal halblang, bitte. So, irgendwie müssen wir da oben gleich ins Wasser springen. Und da sind wir dann irgendwie unter der Nase eines, I don't know. Was haben wir hier? Oh, hier müssen wir eine Menge lernen, um das zu lesen. Eieiei. Und da kann man irgendwie oben was machen. Da kann man ein Seil spannen. Da ist eine Schrotflinte erforderlich. Aber da muss das auch eigentlich nicht sein. Das muss ein bisschen weiter früher kommen. Emote-Kunst, ja definitiv, Mann. So, so kommen wir da schon mal hoch. Eine Schrotflinte, dann finden wir die jetzt auch als nächstes. Geilo. Nehme ich mit. Sage ich nix. Wow. Ein bisschen Erz noch schnappen. Zip. Zip. Sehr schön. Das haben wir voll. Unter der Nase eines anderen. Ja. Das wird, glaube ich, noch spannend. Wo wir das finden werden. Ganz so einfach wird es bestimmt nicht. Modell eines Ölbohrturms. Warum nicht? Hier erstmal weiter nach oben. Hätten wir uns da noch was angucken können? Wow. Weil die habe ich doch schon geöffnet. Haben wir noch irgendwo? Den hätten wir. Sind hier sogar zwei. Ah ne, das andere ist jetzt kaputt gegangen. Es kann also immer nur ein Seil halten. Sollte man sich vielleicht merken. Könnte vielleicht irgendwann mal wichtig werden. Ist da oben noch irgendwas? Sieht so aus, als ob da noch irgendwas wäre. Ist aber anscheinend nichts. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt gleich der Weg ist, wo es weitergeht, weil ich möchte jetzt ungern wo schon gucken, wo ich noch nicht hin muss. Ich wollte eigentlich nur das Rätsel erlösen. Ein bisschen zuvorkommt, wie man mich kennt. Dschungeltotems. Was macht das Schweinchen dort? Soll ich das töten?
Stimmt eigentlich nicht. Ein kleiner Mümmelmann. So. Ja, jetzt sind wir wirklich komplett fernab vom Schuss. Also da will ich eigentlich gar nicht weitersuchen, weil das wirklich so weit weg, das kann gar nichts sein. Es muss irgendwo hier, wenn man nach links geht, in der Richtung sein. So hier. Na, wir kommen der Sache langsam näher. Ja, irgendwo hier unter der Nase eines anderen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Holt tief Luft und findet mich direkt unter der Nase eines anderen. Aha! Ich hoffe, meine Ausdauer reicht dafür. Den Bereich hatten wir nämlich hier noch gar nicht ha, schön. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass man wo durchtauchen kann. Da wird's nicht sein, weil das geht dann da in die Krypta rein, wo wir ja gar nicht hin müssen. Es wird irgendwo... Hier muss es sein. Eigentlich sogar genau... Da... Ah, hier! Da ist doch ein Steingötze gewesen. Monolithschatz gefunden. Cool. Das war spaßig. Cool. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt dieses Geheimnis hier an. Oder eher gesagt, die verfügbare Mission. In die Krypta können wir ja noch nicht rein. Gehen wir da jetzt zu der Mission. Krypta-Currency. Ja. Groß. Also. The boys are back in town. The boys are back in town. Buenvenidos. Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... Nee. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Hey, du bist nicht Mariella. Ich wollte dich gar nicht anpumpen, aber du siehst auch kacke aus. Ein Bericht über eine Spukhöhle. Oder eine Spuckhöhle. Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich, Das ist ja schade. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Sie scheinen einer der witzigen Sorte zu sein. Hahaha. So, hier sollte es eine Nebenmission geben. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Omar. Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Es ist Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? So, jetzt gibt's aufs Maul. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab.
Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Ich muck da jetzt gleich mal auf. Pass mal auf, wie jetzt hier gemuckt wird. Verpiss dich, du störst den Empfang. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Nee, Stress. Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Mit Marco sprechen. Du bist Victor, nicht Marco. Wo ist denn die Bar? Das sieht nicht aus, wie eine Bar. Wo ist denn eine Bar? Eine Bar. Das sieht auch alles nicht aus wie eine Bar. Ist das nicht da oben eine Bar, wo wir angekommen sind? Also quasi, ja. Ich weiß, es klingt albern. Finde einen Ersatz für dich. Sonst? Hier ist es gefährlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Danke, Pixel. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Und verliert seine Kniescheibe. Ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Nixteri, 19 Monate schon. Nicht mehr lang, bis zu den 2 Jahren. Danke, Mann. Danke für die unfassbar lange Zeit. Jetzt müssen wir zum Stadtrand in diesen Dschungel da hinten. Heidewitzka. Geht man dann hier rüber? Oder geht man irgendwie da oben rein? Geht man in die Krypta? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Danke sehr für den langen Support, Nixteri, Mann. 2 Jahre schon fast. Wow. That's insane. Komm, mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie reinkommen. Also selbst wenn wir jetzt nicht zur Nebenmission kommen, haben wir hier trotzdem eine Krypta, die wir uns angucken können. Von daher, das ist auch cool. Ich dachte, ich hätte den Sprung unbedingt in 1 machen müssen. Stellte sich raus. That's a huge bit! Gutes Timing! Sehr, 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 sehr gutes Timing. Wow, okay. Nixteri, danke für die 400 Bits und noch eine Kleinigkeit. Danke, Mann. Hey, Yornick, in case you didn't know, es wurde eine neue Reihe für Don't Hug Me, I'm Scared angekündigt.
Das wurde mir in die Kommentare geschrieben. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ist es tatsächlich nur eine Ankündigung? Ist es eine witzige Ankündigung, dass man darauf reagieren könnte, quasi? Weil Leute haben es in die Kommentare geschrieben und ich habe ja damals die Reaction-Videos gemacht. Und wenn es cool ist, reacte ich da gerne nochmal drauf. Wenn es aber nur so eine pupsige Ankündigung ist, dann ist es ja eigentlich nicht nötig. So. Falls das einer von euch gesehen hat, dürft ihr gerne einmal sagen, was es davon ist. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Video geht. Keine Ahnung. Ich habe davon nur den YouTube-Link gesehen, aber noch nicht mal reingeguckt. Nur eine Art Trailer, nicht wirklich für eine Reaction geeignet. Okay. 33 Sekunden. Ja, okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Obwohl, vielleicht könnte man da sogar was Witziges draus machen. Ich überleg mal. Danke auf jeden Fall, Jasmin. Danke nochmal für den Reminder. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Verwunderlich. Da liegt jetzt der Sohn von Marco drin. 7-Meilen-Stiefel. Okay, krass. Das wollen wir uns dann doch auf jeden Fall nochmal angucken, oder?